Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Und ja, hier dieses tolle Feld haben wir bisher, gemäht haben wir das, genau, gemäht, abgeerntet sozusagen. So, und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier wieder neues Saatgut draufbringen und deshalb packen wir den hier gleich mal da rein und der soll hier gleich mal loslegen. So, der hier steht etwas blöde mitten auf dem Feld. Könnte dem da, der da hinten anfängt zu sehen, ein bisschen in die Quere kommen. Deshalb fahren wir mit dem mal ganz flott davor zu unserem Mähdrescher. Beziehungsweise wir machen das jetzt ganz geschickt. Wir machen jetzt hier doppeltes Lotschen mit dreifachem Rittlager rückwärts oder so irgendwie. So, keine Ahnung. Also, kann man gucken. So, stellen wir den mal hier so hin. So, genau. Jetzt springen wir hier zu unserem Mähdrescher. Der ist ja nicht so der ganz tollste, den wir so haben könnten. Aber ja, wir müssen ja irgendwann mal anfangen, hier Kohle zu verdienen. Es geht ja nicht anders. Ich habe auch wieder viel zu viel Geld ausgegeben für irgendwelche Sachen. Also wir hätten ja noch 20.000. Jetzt so hätten wir schon fast 50.000, wenn ich die letzte Fuhre da verkauft hätte. Aber ich habe das Geld schon vorher ausgegeben. Ist halt immer das Problem. Ich habe die 200.000 Kredit natürlich auch schon komplett in Anspruch genommen. Allerdings, es gibt da so ein Tool, das heißt externes Konto. Da bin ich am Überlegen, ob ich das nutzen soll. Wollt euch mal fragen, was ihr davon halten würdet, wenn ich in einem anderen Spielstand praktisch mir Geld verdiene auf einfach oder so. Ja, und wenn wir hier dann, ja, können wir hier mal so ein, zwei Maschinen neu anschaffen. Mit dem Geld, was ich mir dann von dem anderen Spielstand sozusagen über das externe Konto überweise. Also das, ich finde, das ist halt mal gecheatet, weil ich habe es mehr erspielt, nur halt offscreen in einem anderen Spielstand. Und da könnte man halt ein bisschen Geld rüberschieben. Sagen wir es einfach mal so. So, wo sind wir denn unterwegs? Hier sind wir unterwegs, da sind wir unterwegs. Ach so, habe ich überhaupt die Missionen? Aha, Moment. Noch eine Geldquelle habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiviert. Genau, keine Mission. Das müssen wir natürlich mal wieder anmachen. Alle 10 Minuten hätte ich gern eine. Pflanzenwachstum schnell. Sollten wir vielleicht mal reduzieren. Wieso steht denn das auf schnell? Jetzt bin ich verwirrt. Ist kein Wunder, dass mir die Felder fast umgehen hier. Super Sache. Ja, kein Wunder, dass die Felder so schnell wachsen, wenn das hier immer noch auf schnell steht. Nee, das ist, muss natürlich erstmal langsam sein. Dann alle 10 Minuten möchte ich gern wieder Missionen, in der Hoffnung, dass, was sind das jetzt? Achso, ja, in der Hoffnung, dass da Missionen dabei sind, wo wir unseren Profi-Hopper einsetzen können, um dann damit halt, ja, noch ein bisschen extra Kohle zu verdienen, weil wir müssen hier mal Gas geben. So, der hier mäht fleißig. Wir stehen hier weiter mit dem Traktor rum. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir denn so Schönes machen könnten. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja angefangen, hier Hufeisen zu suchen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, das ist da oben beim, genau, das ist hier oben bei der Schafzucht sozusagen. Und da ist ja auch ein Haus in der Nähe. Und hier oben können wir vielleicht auch mal gucken. Also das ist auch lustig gemacht. Wenn ich seitlich renne, bin ich schneller, als wenn ich vorwärts laufe oder renne. Hier oben war ich noch nie. Gehen wir mal zu Fuß hin. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier oben vielleicht auch noch irgendwo ein Hufeisen rumliegt oder rumhängt. So, mal in jeden Winkel reingucken. Mal durchs Blumenbeet laufen. So, so, da. So, da ist auch nichts. Ah, da hinten ist wieder ein Grillplatz. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier was? Hier, hier, Blumenbeet, nein. Ah, Mist, ich hätte wetten können, dass man hier oben vielleicht noch ein Hufeisen findet. Hier sind ja auch farbige Blumen. Also als Anhaltspunkt, also farbige Blumen gibt immer Hufeisen. Nee. So, und dann haben wir hier hinten noch was. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich wieder ein Grillplatz. Vielleicht haben wir hier Glück. Gerade mal gucken. Grillplatz. Da, haha, Hufeisen. Zack, Hufeisen. Da lag's. Da lag's, hier im Blumenkübel lag's. Ja, ich habe ja keine Ahnung, also ich schreibe mir ja fleißig Mails und ich vergesse jedes Mal, bevor ich hier in das Spiel reingehe, mir die Mails mal auszudrucken, um mir die Koordinaten mal anzuschauen. Also im Endeffekt bin ich hier im Blindflug unterwegs und suche dann doch auf eigene Faust. Aber nichtsdestotrotz, solange wir welche finden, ist das ja alles gut und schön. Also solange wir welche finden, kann ich das ja auch so machen. Ist ja kein Ding. So, was haben wir denn da oben noch? Keine Ahnung, wo wir hier überhaupt rumrennen, aber, oh, da ist ein Zelt.
Hier oben ist ein Zelt. Wenn hier oben ein Zelt ist, dann könnte hier oben auch ein Hufeisen sein. Und da ist auch schon eins. Tja, das ist so nach dem Motto, wer die Welt erkundet, der findet auch Hufeisen. So. Wo haben wir denn noch was? Puh, gehen wir mal weiter hier hoch. Ich bin fast nur am Rennen hier. Da drüben haben wir ein Häuschen. Was ist denn das für ein Häuschen? Irgendein Turm? War ich da schon mal? Also wenn da irgend so ein Turm steht, der ist er natürlich auch prädestiniert dafür, dass da wieder irgendwo ein Hufeisen ist. So, da geht's Treppen hoch. Liegt hier irgendwo eins? Ich sehe nichts leuchten. Gehen wir mal die Treppen hoch und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, weit kommen wir nicht. Und hier ist kein Hufeisen. Oder hängt eins über der Tür? Nö. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe gar keinen Kopfhörer auf. Da ist doch. Ja, da sind Heuschrecken, die zirpen. So, was haben wir da für Häuschen? Haben wir hier ein Hufeisen? Nee, auch nicht. Also zumindest nicht im ersten Moment sichtbar. Also das ist ja sowieso meistens so, dass ein paar Hufeisen ganz einfach zu finden sind. Und irgendwann geht es dann richtig ab. Oh, na, deshalb bin ich da runtergesprungen. Ich wusste, irgendwann muss der ja aber voll sein. Und der kostet uns ja auch Geld, wenn er da rumsteht. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb gehen wir da jetzt hin und räumen den leer. Ja, ich habe da auch eine Mod geschickt bekommen. Da kann man sich irgendwie Fahrzeuge mieten. Also, wenn man diese Mod installiert hat. Auch das war natürlich eine Überlegung, die ich durchaus mal überlegt habe, ob wir vielleicht dann Mietfahrzeuge nehmen sollten, ja? Dass wir dann praktisch pro Hektar 90 Euro zahlen und dann ein größerer Mietrecher darüber fährt. Dass wir da ein Stückchen schneller vorankommen. Auch das wäre ja einigermaßen realistisch. Könnten wir auch mit spielen dann. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Steigen wir wieder aus. Weil ich bin der Meinung, hier muss es noch viel mehr geben. Also ich meine, guckt euch das alles mal an. Wir können noch mal gucken, was haben denn die Schafe eigentlich noch hier auf Vorrat? Schafe, Schafe. Hier, Schafe. Die haben noch genug zu fressen. Puh. Ja, das ist halt diese Hufeisensucherei. Also wenn man wirklich keine Ahnung hat, wo man die suchen soll. Es gibt wohl Leute, die ganze Tutorials machen hier auf YouTube, ganze Videotutorials, wo praktisch Hufeisen ohne Ende gezeigt werden. Oh, da liegt eins. Bumm, haben wir wieder eins. Wo also alle möglichen Hufeisen, wo sie denn zu finden sind, angezeigt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir sowas zwar gern mal an, aber ich finde es gerade interessanter, irgendwie mit euch hier einen Blindflug zu machen. Wenn ihr mir natürlich irgendwelche Koordinaten schreibt, dann werde ich die in Zukunft natürlich auch versuchen zu berücksichtigen. Wie gesagt, mein Hauptproblem ist, ich vergesse immer eure Mails irgendwie mal auszudrucken oder mir hier aufzuschreiben, wo ich denn welche finde und irre dann wie so ein Blindfisch hier durch die Landschaft und ihr sagt, hey, wir haben dem doch eine Mail geschrieben. Warum macht er denn nicht, warum guckt er denn nicht da, wo wir die Mail geschrieben haben, dass da ein Hufeisen ist? Und das ist keine böse Absicht, sondern ich vergesse es einfach immer. Ich weiß auch nicht warum. Ich starte dann die Aufnahme, das ist genauso wie meine Stoppuhr, ja. Ich starte dann die Aufnahme und dann habe ich die Stoppuhr und die Mail wieder vergessen und dann stolper ich wieder hier durch die Landschaft und sage mir, das gibt's doch nicht, hier muss doch irgendwo ein Hufeisen sein. Ja. So, und ich bin hier auch gerade rennenderweise unterwegs. Also wenn ihr euch überlegt, wieso läuft der so schnell, ich bin die ganze Zeit hier am Rennen. Also der Bauer ist richtig fit hier, den wir hier steuern, weil der macht hier gerade einen Marathon über die Karte. Was haben wir denn da oben eigentlich? Überall, wo Gebäude stehen, sind potenziell Hufeisen. Also jumpen wir mal hier den Berg hoch. In großen Schritten. Zack, zack, zack. Sind wir hier oben? So, dann sind wir hier oben und da liegt ein Hufeisen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das war jetzt Glück. Ich renne da hoch, da liegt ein Fels und auf dem Fels liegt ein Hufeisen. So. Irgendwo hier müssen noch Hufeisen sein. Ich habe das im Gefühl, wir brauchen ganz viele Hufeisen.
Ich will nämlich wissen, was passiert, wenn wir alle haben. Oder viele davon haben, sagen wir es besser so. Da unten ist die große Fabrik. Bei der großen Fabrik da unten müssen doch auch Hufeisen sein, normalerweise, oder? Aber wenn ich da jetzt runterspringe, naja, obwohl, normalerweise dürfte mir nichts passieren. Ist ja hier nicht Warzone, ne? Wo es einen Fallschaden gibt, wo man 3 Meter über den Rand geht und 2 Zentimeter fällt und dabei halb stirbt. Ja, habe ich ein interessantes Let's Play zugesehen, weil ich mir kurzzeitig überlegt habe, ob ich so ein Spiel da mal anschaffen soll, sowas Zombie-Vernichter-mäßiges. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowohl von DayZ wie von Warzone irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil, wie soll ich sagen, mir gefällt das Szenario nicht. Sagen wir es einfach so, mir gefällt das Szenario nicht. Die Menschheit ist am Ende, überall laufen Zombies rum, ja. Und was haben die Menschen zu tun? Richtig, sie hauen sich gegenseitig auf die Nase und nehmen sich gegenseitig die Gegenstände weg. Ja, ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber es macht mir Angst vor der Zukunft. Deshalb spiele ich dieses Spiel nicht gerne und deshalb will ich dazu auch keine Let's Plays mehr sehen. Weil ich finde das so düster. Ich finde das so abgrundtief düster. Apropos düster, da hinten ist ein Bahntunnel. Kann man da reingehen? Kommt da ein Zug raus? Kann der mich überfahren? Nee, hoffentlich nicht, oder? Jetzt bin ich neugierig. Da steht auch wieder so ein Häuschen. Natürlich, bei dem Häuschen müssen wir erstmal gucken, ob da vielleicht ein Hufeisen in der Nähe liegt. Weil ich habe ja so das Feeling, dass Hufeisen meistens in der Nähe von irgendwelchen solchen Punkten hier liegen. Also ich glaube auch, wusste ich's doch. Ich glaube auch, dass hier drüben ein Hufeisen liegt. Ja klar, logisch. Wenn da so ein Eingang ist, da sollen die Leute ja gucken. Und da haben sie eine schwarze Wand hingemacht. Super. Dass man da nicht rein kann. Ja. Aber am Eingang von dem Tunnel liegt tatsächlich ein Hufeisen, ja. Weil alle interessanten Punkte werden mit Hufeisen bedacht. Also das finde ich ja auch interessant. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Müssen wir auch mal gucken. Vielleicht gibt es auch da ein Hufeisen. Achso, apropos Hufeisen, wir sollten vielleicht nochmal gucken, wie weit der Mähdrescher ist. Dass wir da mal ein Stück kriegen. So. Aber jetzt erstmal hier gucken. So, da steht eine Kiste. Wo geht's denn da hin? Moment mal, habe ich da was blinken sehen? Ist doch unglaublich. Das habe ich blinken sehen, aus dem Augenwinkel. Hier gibt's ein Hufeisen. Unglaublich. Zack, haben wir wieder eins. Ah, Wildwuchs auf dem Campingplatz. Akzeptieren und direkt runter. Campingplatz, Campingplatz. Oh, der steht hier. Das müssen wir natürlich mitmachen noch. Schnell hier die Kurve, 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 Kurve. Komm, gib Gas. Was hat denn der da vorne dran hängen? Ach so, der hat kein Gewicht mehr dran. Da hängen einfach nur noch die Halterung rum. So, da drunter fahren und abladen. So, das funktioniert. Der kann weitermachen, der braucht uns dazu nicht. Und jetzt müssen wir zum Campingplatz. Und jetzt wird es interessant, ob wir mit so einem Profi-Hopper die Mission überhaupt schaffen. Denn, ja, man soll es kaum glauben, es gibt Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht. Und die Leute haben mir auch geschrieben und deshalb zoome ich da jetzt mal raus und jetzt geben wir mal alles. Und versuchen diese Mission hier zu schaffen. Es dauert schon extrem viel länger, wie mit dem Mähwerk. Was wir für unseren Traktor hatten. Es dauert extrem viel länger, wie mit dem Mähwerk, was wir für unseren Traktor hatten. Ja, aber da steht ja nirgends, dass man extrem gründlich sein muss. Also wir lassen da mal ein bisschen was stehen. Ich glaube, das ist, ich glaube, wenn ein paar 90% erreicht sind und dann sagt er schon, ist erledigt. Ich glaube, so 100% muss man da gar nicht abmähen. Wir hatten ja auch mit dem anderen Mähwerk da öfter mal noch was rumstehen. Meine, wir haben ja noch ganz viel Zeit, ja. Und vor allem stehen wir ja mit dem Ding hier sozusagen ums Eck. Ist ja alles keine Marathonaufgabe. Aber es ist natürlich, es ist puh. Da kriegt man schon Stress, wenn man jetzt mit so einem kleinen Ding da drüber fährt und soll hier ein paar 90% abmähen. Da denkt man dann schon mal so, alter Schwede, warum konnten die das nicht ein bisschen breiter machen, dass da ein bisschen mehr geht? Schön ist auch, dass der
weiter mäht, wenn der Tank voll ist. Ich meine, wir haben da jetzt 2500 Kilogramm Gras sozusagen im Tank und der mäht einfach weiter und trotzdem fliegt hier keiner auf dem Boden rum. Ja, also das gibt hier die unendliche Geschichte des Rasenmähens am Campingplatz. Nun könnte man ja fast mal einen Roman zuschreiben, die unendliche Geschichte des Rasenmähens am Campingplatz. Mann, mir kommen Ideen, wenn ich hier Let's Plays mache. Ich glaube, ich schreibe mal eine Geschichte. Die unendliche Geschichte des Rasenmähens am Campingplatz. Heute mit Nick Frey zockt LP in der Hauptrolle des Rasenmähers. Des Rasenmähfahrers. Rasenmäherfahrers. Bin mal gespannt, wann sie da draußen ein eigenes Spiel machen. Die Rasenmäh-Simulation oder sowas. Kehrmaschinen-Simulator gibt's ja schon. Rasenmäher-Simulator gibt's den auch schon? Na gut, wir haben den hier integriert, brauchen wir kein eigenes Spiel für, aber rein theoretisch. Irgendeine Firma kommt doch immer auf die Idee, sowas nochmal nachzumachen, nur mal ein eigenes Spiel dafür rauszubringen, oder nicht? So, eine Minute haben wir noch und es wird immer weniger, was hier an Gras steht, an Rasen steht und bin mal gespannt, wann er macht Ding Ding, die Mission ist erfüllt. Und wenn er es nicht macht, kriege ich einen Arztkasper, weil 3 Minuten hier Rasen mähen und kein Geld dafür zu kriegen, wäre jetzt extrem peinlich. Na komm, schließ den Blödsinn ab. Tja, und hier düsen, 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 düsen wir im Sauseschritt. Na, oder wie heißt das Lied? Na auf, komm, hopp, schließ ab. Ja, super, Zeitbonus kriegen wir sogar. So von wegen, das geht nicht, ne, in der vorgegebenen Zeit mit dem kleinen Ding. So, da haben wir richtig Kohle verdient und jetzt können wir da drüben hinfahren und können den ganzen Plunder abladen. Ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt einen anderen Anhänger hätten für unseren Traktor, könnten wir das vielleicht auf den Anhänger laden und dann da hochfahren zu unseren Schafen, ne? Können wir natürlich auch mal probieren. Die Frage ist auch, ob wir diesen Haufen, wo wir das jetzt da drauf kippen, ob wir den vielleicht irgendwann abtragen können. Glaube ich zwar weniger, aber wäre cool, oder? Wenn wir das ganze Gras da wegholen könnten und das dann hochfahren könnten zu unseren Schafen. Ach nee, wir verkaufen das Gras, was wir einsammeln. Ja, ist ja noch cooler. Gibt ja nochmal extra Kohle. Das hat Geld gebracht, dass wir das da hingekippt haben. So, und weil es so schön war, machen wir die nächste Rasenmäher-Mission auch wieder. So, der hier ist hier am Sehen weiterhin und der hier steht schon wieder rum. Was ist denn hier los? Das geht aber flott heute. Achso, der hat schon wieder 2,5 Bahnen gemacht in der Zeit. Ist ja echt unglaublich. Ist ja der reinste Düsen-Erntemaschine hier. Der ist schneller wie wir mit Rasenmähen. So, oh, jetzt haben wir ihn angefahren. Anfahren ist nicht gut. Kostet ein Schweinegeld, wenn wir die Reparaturkosten zahlen müssen. Sollen wir mal ein bisschen wegzoomen, da sieht man es besser. Ich bin aber auch immer mit der Kamera so nah drauf und wundere mich, dass ich nichts sehe. So, lassen wir den erstmal wegfahren, dass wir nicht den ganzen Mähdrescher hier umhauen. So, ja, da ist von der Erntemaschine scheinbar noch ein bisschen der Boden kaputt. Da ist dann wohl nichts gewachsen. Auch egal. So, der macht hier weiter. Wo waren wir am gucken? Ich weiß es gar nicht. Wo waren wir am gucken? Unten bei der Fabrik waren wir am gucken, oder? Oder da drüben bei der Fabrik waren wir am gucken. Aber wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal, oder? Das wird jetzt für den Part hier noch ein bisschen viel, wenn wir da jetzt noch anfangen. Dann nochmal rüber zu laufen und zu suchen und zu machen und zu tun. Und ja, da müssen wir dann hier drüben, müssen wir dann auch, wenn der hier fertig gesät hat, natürlich wieder düngen. Ist natürlich auch die Frage, sollen wir da vielleicht die Düngemaschine schon mal runterholen?
könnten wir vielleicht mal machen. Die Frage ist nur, schaffen wir die, ohne ein Gewicht vorne dran zu haben? Das ist eine gute Frage. So, dann düse ich mal darüber. Hopp, hopp, hopp. Fahr schneller. Licht an, damit wir nicht gegen den Baum fahren. Warnleuchte an, damit die Bäume wissen, dass wir kommen. Und, ja, dann hoffe ich, dass ich die Düngemaschine anhängen kann, ohne dass uns ein Traktor umwirft. Das wäre peinlich. So, ich fahre wieder querfeldein. Ich will gar nicht querfeldein fahren, ich mache es immer wieder. Also da, wo es geht, mache ich es immer wieder. Ich weiß auch nicht, warum. Alte Gewohnheit. Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, da, liebe Hühner, legt mal Eier. Wofür habe ich euch gekauft? Da müssen wir auch mal nachgucken. Also wenn wir damit die Eier haben, müssen wir natürlich auch die Eier wieder einsammeln und verkaufen. Minecraft Light sozusagen. So, was haben wir hier? Kriegen wir den dran? So, wir stehen ein bisschen schief. Geht trotzdem. Oh, Vorderachse. Wo haben wir das kleine Gewicht eigentlich? Da. Gucken, ob das mit dem kleinen Gewicht vorne dran besser funktioniert mit dem Lenken. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, minimal besser. So, fahren wir den noch runter und dann würde ich sagen, war es das mal wieder für heute. Denn, ja, ich kann jetzt auch nicht in den Rahmen springen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, dass ich in einem anderen Spielstand Kohle verdiene, die ich mir dann über ein externes Konto hierher überweisen kann. Oder ob ich dann lieber mal probieren soll, eine Mod zu kriegen mit Fahrzeugen, die wir mieten können, die dann irgendwie 90 Euro pro Hektar kosten, wenn die dann für uns die Mäharbeiten übernehmen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss das mal offscreen testen. Ich habe gerade eben nur die PN gelesen und da stand das drin. Da habe ich mir die Mod mal angeguckt und sieht eigentlich soweit ganz interessant aus. Das könnte man damit auch recht gut ein bisschen Realismus aufrechterhalten und trotzdem noch schneller vorankommen. Wobei, eigentlich verdienen wir ganz gut Geld. Jetzt vor allem, wo wir ja... Ach so, wie waren das? Geräteauswahl. Genau, mit G wechseln wir nach hinten und dann können wir das Ding hier absetzen. Ja, vor allem jetzt, wo wir ja wieder mit Missionen auch zusätzlich Geld verdienen können. Ich habe vergessen, die einzuschalten und wundere mich, dass ich keine kriege. Ist immer blöd sowas. Ja, das war wieder... Genau, das war ein Fehler im Benutzer sozusagen. So, das da anhängen. Und dann steht er wieder und dann fahren wir da drunter und holen uns hier auch nochmal hier die, wie heißt es doch gleich, holen wir uns hier nochmal das Getreide raus. So, rüberfahren, oh ne, bitte nicht. Mann, ich muss Schluss machen, lad um. So, jetzt lädt er aus. Und während der auslädt, sage ich dann schon mal danke, dass ihr wieder reingeklickt habt. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt den Landwirtschaftssimulator 2013. Dann wieder mit Missionen, denn wir haben jetzt überall, wo es Gras zu mähen gibt, hier auch einen Profi-Hopper stehen. Glaube ich zumindest. Und wenn dem so ist, können wir damit natürlich schön Geld verdienen und somit unser Konto ein bisschen aufbessern. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir da mal richtige Summen zusammenkriegen, dann können wir uns einen größeren Mähdrescher kaufen. Und wenn wir einen größeren Mähdrescher haben, dann geht alles noch viel schneller. So. Und ja, bis dahin, wo wir dann im nächsten Part hier an der Stelle weitermachen, wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.